So, meine lieben Freunde, Hallöchen, Puppöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Head in Time. Ja, Part Nummer 14. Wir waren ja bei diesem Dingsbums. Ladebildschirm. Nee, wo waren wir? Genau. Wir waren ja hier zugange. Oder? Machen wir das? Ja, ne? Oder? Nein, die hat nichts. Ah, die Kleine ist goldig. Das könnt ihr den ganzen Tag machen. Sorry. Oh. Bye bye. Nee, noch nicht. Oh, hi. Hi. So, genug rumgespielt. So, das Vogelhaus haben wir gemacht. Die Windmühle haben wir gemacht. Und einen neuen Time Rift haben wir entdeckt. Jo. Gucken wir mal an. Ah, da ist das in der Katzenstadt. Ist die Frage. Ich probiere es mal im freien Modus. Ich muss noch mal das Fenster kurz kippen. Ist heute aber warm hier. Naja. Gut. Wo habe ich denn jetzt meinen Timer? Weil, wie gesagt, ich nehme ja mit einem anderen Streamprogramm auf. Nicht mit OBS, Open Broadcast Studio, sondern mit einem anderen Programm. Da gibt es keine Zeitanzeige. Ich will aber den Eishut haben. Der ist cool. Der ist Nico. Wieso muss ich denn da runter? So, irgendwo in der Katzenstadt. Ich wollte doch den Nico-Hut aufsetzen. So, wir sind hier, was das angeht, noch nicht ganz fertig. Die Katzen sind da hinten. Könnte aber auch da sein. Die Frage ist, komme ich da hin? Ja, da komme ich da unten hin. Ich guck einfach mal. So, wenn schon, dann kann ich hier auch noch mal ein paar Pons einsammeln. Kohle, Kohle, Pons. Ui, ah, das ist schön. Gefällt mir. Ich glaube, die Kleine hat hier auch richtig Spaß. So, Ziegenraffinerie. War ich hier schon? Ich glaube nicht. Hier scheint es einen Schatz zu geben. Na gut. Sieht für mich auch sehr neu aus. Nee, das brauche ich nicht. Das auch nicht. Das da. Boah. Ist das gemein. Komm schon, Kleine. Das schaffst du. Und drauf. Yes. Schön mit dem Regenschirm eins. Okay, hier lang muss ich. Boah, das. Wow. Böser Waschbär. Das war knapp. Okay, ich muss hier hoch. Und jetzt ganz schnell die Leiter hoch. Krabbel, 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 krabbel. Mensch, Mensch, Mensch. Die wollen der Kleinen alle irgendwie... Hey, der Tod ist unausweichlich. Deine Zeit ist wertvoll. Zum Nähen benötigst du 32 Garn. Wow. Ziegenraffinerie abgeschlossen. Okay. Okay. Lass mich mal ganz kurz überlegen. Ich weiß nicht, ob ich dahin soll, dahin will. Ich will ja eigentlich den Zeitriff suchen. Es ist goldig. Ach, die Kleine. Ich hab die total gern. Auf jeden Fall. Ist schön gemacht. Schaffe ich das? Mist. Gut.
könnte versuchen, hier drauf zu kommen. Ich probiere es einfach mal. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier lang soll. Aber es fällt nicht ins Wasser. Aber mal duschen. Mit Klamotten. Super. Achso, da komme ich ja sowieso drauf. Da hinten ist noch ein Hutgarn. Die Frage ist, wie komme ich denn da hin? Ich musste da rüber und dann da runter springen. Ich könnte natürlich auch... Ich muss ja auch irgendwo links hin. Nee, da, von da kam ich doch. Wie komme ich denn da jetzt auf die linke Seite? Da ist bestimmt irgendwas. Die Frage ist nur, wie kommt die Kleine dahin? Kriege ich das so hin? Vielleicht von hier? Kamera, hallo? So, von aus schaffe ich das nicht vielleicht. Ah, von da oben. Oh. Nee, nee, diesmal kriegt der Waschbär uns nicht. Gut. Muss ich hier ganz ruhig. Ups. Ja. Oben ist da oben irgendwas? Ne, da oben ist nichts. Okay. Das haben wir. Und dann will ich hier... Super. Gut, ich bin jetzt hier. Ich habe nur keine Ahnung, was ich hier soll. So, ganz vorsichtig. Wir wollen ja nicht, dass die Kleine hier sich... Aua macht. So, jetzt ganz ruhig. Ah, super. Hier sind noch ein paar Herzchen. Okay. Boah. Ich habe gedacht, da geht's abwärts. Na gut, da kann man dann halt nichts machen. Ah, ich glaube, ich habe eine kleine Idee, wie ich da hinkommen könnte. Müsst mir Glück wünschen. Boah. Links oder rechts? Okay, ich schaffe das auf die... Ich schaffe das auf der rechten Seite. Super, Tod ist unausweichlich. Hutgarn. Ist die Frage, möchte ich den Tod haben? Gut, okay. Bei dem muss man aufpassen, der macht nämlich Aua. So, ich muss irgendwo zu Katzen. Irgendwo... Da hinten vielleicht? Bin mir nicht ganz sicher, ob ich zum Blauen muss. Ich weiß es aktuell nicht. Aber ich will mal zur linken Seite. Nee, hier ist kein Katzengebiet. Ja, aber ich krieg Ponnen. Super. Und eine schöne Dingsbumsfahrt. So, windige Passage. Nee. Muss ich wieder zurück. Ich mache das ja eigentlich nur, weil... Normalerweise weiß ich, wo es lang geht. Aber ich mache das nur, weil es so viel Spaß macht. Nee, Quatsch, ich muss genauso suchen. Weil so ganz... sicher bin ich nicht, was das angeht. Na gut. Genau, ich bleibe jetzt mal auf der rechten Seite, aber ich glaube nicht, dass es da auch ein Katzendorf gibt. Ah, da oben könnte es hinkommen.
Ja, Horn auf der Spitze kenne ich. Aber ich glaube nicht. Ich denke, dass ich hier falsch bin. Also von daher, sorry dafür. Aber passt schon. Die Kleine ist ja ganz fix auf den Beinen. Oh, schaffe ich das? Ja, natürlich. Easy. Nee, ist das falsche Haus. Okay, genau. Das habe ich mir aber gedacht. Von daher, naja. Boah, die Kleine ist super. Kannst du sagen, was du willst, aber die Kleine ist echt der Hammer. So, gut. Blau war es nicht. Kunterbunte war es auch nicht. Dann gucke ich mal, ob es vielleicht im Grünen ist. Ja, ich weiß. Aber ich muss trotzdem dieses... Obwohl, hier hinten, das sieht schon so nach Nikodorf aus. Niko, Niko, Nisan. Nee, Quatsch. Zum Glück sieht er ja meinen Let's Plays nicht. Er wird mich dafür hassen. Nee, hier nicht. Ich muss da rüber. Dafür muss ich dahin. Ja, doch, war schon richtig so. Das sieht doch schon eher nach etwas aus, wo ich fündig werden könnte. Jetzt muss ich irgendwie da hoch. Und da ist auch noch was, hier auf dieser Feuerinsel. Ist die Frage, ob ich zu der Feuerinsel hin möchte. Boah. Sowas kann ich doch nicht. Ich muss eigentlich hier hoch. Die Frage ist, wie komme ich da hoch? Könnte versuchen, da irgendwie hochzukommen. Mit dem Haken vielleicht. Na nee, da kann ich nicht hoch. Okay. Da muss ich echt, oder? Ich gehe von da aus. Nee, da, ich kann nur da aus, von dort aus hin. Gut, muss ich was anderes probieren. Nee, das schafft die Kleine nicht. Das ist zu hoch. Ach Mist. Das ist zu weit. Könnte aber trotzdem... Da ist ein Horn auf der Spitze. Ist die Frage, habe ich das schon oder habe ich das nicht? Ich bin mir eigentlich sicher, dass ich das schon habe. Kann ich nochmal nachgucken. Ja, die fällt nicht in den Schornstein, keine Angst. So, da komme ich nicht hin. Wie komme ich denn das Nikodorf? Auf die andere Seite. Vielleicht muss ich da erst noch ein... Boah. Das war knapp. Vielleicht komme ich da irgendwie hoch. Vielleicht gibt es da ein Secret. Man weiß es nie so genau. Nee, okay. Aber ich kann mich doch da irgendwo dranhängen, oder nicht? Nee, kann ich nicht. Okay. So, die Vögel habe ich schon mal hinter mir gelassen. Ach. Boah, Kamera, du bist heute mal wieder voll mein Freund. Aua, das hat wehgetan. So. Super, und jetzt hier hoch. Na, wenigstens hier ein Checkpoint. Aber ich bin mir sicher, dass ich das schon mal gemacht habe. Also, was heißt sicher? Ich bin sicher, ich habe das schon mal gemacht. Aber ich bin mir eigentlich sicher, dass es hier nichts gibt. Das Horn habe ich schon. Blöde Vögel. Genau, das Horn habe ich schon. Die Frage ist, komme ich von hier oben irgendwo hin? Na, besser nicht. So,
komme wieder runter. Ich möchte diesen blöden Zeitriss haben. Gut, hier war er nicht. Blöd gelaufen. Das Horn da oben haben wir auch schon. Oh, der Kleine, die hat hier wahrscheinlich so viel Spaß. Hätte ich aber auch. Auch wenn man ein bisschen in die Muffe gehen würde bei solch Höhen, aber... Ich weiß nicht, viel. Das wäre es mir vielleicht sogar wert. Ich muss hier links irgendwie hoch. Ja, ich sehe es, glaube ich. Wenn ich das hinkriege. Wow! Ich kann nicht glauben, dass ich das gerade geschafft habe. Aber das sieht schon so danach aus, als wenn ich genau hier hin müsste. Vielleicht sogar da oben. Da oben ist auch noch ein... Warte mal. Komme ich da überhaupt hin? Komme ich da zur linken Seite? Nee. Dann will ich einfach mal hier ins Nekodorf. Würde der Sakura super gefallen. So, hier gibt es einige Sachen, die ich noch finden muss. Das ist... Ja, das sieht doch schon mal nach Katzenlingsbums aus. Die Frage ist, ob ich hier schon war. Ich bin mir ziemlich sicher... Oh. Mensch, wenn die nicht alles klauen würden, dann wären die ja eigentlich ganz goldig, so kleine Ninja-Katzen. Aber nein, die müssen der Kleinen ja alles klauen. Oh, war das gemein. Naja, zum Glück klauen die mir nur ein paar Juwelen, aber trotzdem. Wo ist die denn hin? So, ein bisschen Kohle. Da oben ist so ein Katzenflimmern. Da wahrscheinlich irgendwo fett auf dem Dingsbums. Gibt's da oben irgendwas? Nein. Okay, hier gibt's auch nichts. Hier war doch irgendwo... Da unten. Oh, war das knapp. Aber immerhin, schönen Token. Oh, ist das mies. Drei Katzen. So, jetzt ist nur noch eine da. Alter, das könnt ihr doch nicht machen. Ihr könnt doch den Kleinen nicht so klatschen. Vor allem drei Stück auf einmal. Das ist schon ein bisschen unfair. Wie soll ich denn hier überleben in Ruhe? Da oben ist es auch nicht. Vielleicht da oben. Die Frage ist, wie komme ich da hoch? Von dort. Okay, dann muss ich doch hier lang. Ekelhaft. Ja, die Kleine ist ganz schön angeschlagen. Da hilft auch kein rosa Haarbändchen. Sieht aus wie ein Marienkäfer, ne? Sogar Marienkäferköpfchen drin. Oh, super. Das ist doch super. Nein! Und die haben hier den... Oh, das ist gemein. Das ist... Hoffentlich behalte ich den Hut. Das ist ja so gemein. Oh, nee, ey. Oh, zum Glück habe ich mein Hütchen wieder.
glaube, es geht los. Alter, ist das gemein. Ist das mies. Diese Katzen, die sind echt... Die sind nett... Schlecht. Ich wollte sagen, die sind nett badass, aber die sind doch schon ganz schön badass. So. Och! Alter! Ist das gemein. Ist das gemein. Ich meine, für Ninjas würde es passen, aber trotzdem ist das gemein. Weißt du, du kommst gerade hoch und dann bist du gerade erstmal fett runtergehauen und verlierst auch noch 2 Leben. Nicht hoch. Ich weiß, dass du deine Pons wieder haben willst, Mädchen. Aber ganz ruhig, ganz ruhig. Wir kriegen das schon hin. Oh, ist das mies. Ich glaube, ich sollte hier nichts irgendwie überstürzen. Da sollte ich vielleicht lieber den normalen Weg laufen. Weil die hauen dich ja sofort um. Böse Katzen! Böse! Ich weiß, dass du da bist. Ich habe dich gesehen. Klauen mir einfach meine Sachen. Ich glaube, es geht los. Oh, doch nicht auf die Urne. Hier auf die Dinger. Die geben wenigstens ein bisschen Kohle. So. Ich mag diese Wintermütze. Die ist cool. So, jetzt hier hoch. Ey, hat der mir meine Mütze geklaut? Dieser Lümmel. Ich glaub's ja wohl nicht. Okay, hier komme ich nicht rein. Gibt's hier oben irgendwas? Ich will da eigentlich... Nee, ich glaube, da gibt's nichts. Es wäre cool, wenn man da irgendwie hin könnte. Okay, da ist auch kein Zeitriss. Aber hier gibt's einen Schatz. Miauxes Dorf. Ah, super. Ich nenne es trotzdem Nikodorf. Fertig. Ich nenne die Folge auch so. Weil es einfach passt. Ist denn dieser irgendwo oben, wo so eine Katzenstatue drauf ist? Auf dem, auf einem Schornstein. Hier so ein Katzenrollladen. Aber hier nicht. Boah, wenn es in Nikodorf nicht ist, wo dann? Hm. Da muss ich jetzt nochmal stark überlegen. Vogelpassabzweigung eigentlich auch nicht. Hm, vielleicht doch da drüben. Das ist auch noch... Wäre auch noch möglich. Die Frage ist, wie komme ich dahin? Ach, Mist. Egal, ich komme hier auch hin. Mehrere... Fast alle Wege führen nach oben. Also wenn, dann hier links. Aber so richtig glaube ich nicht dran. Gelbe Bänderhügel.
Boja! Tschüssi! Hier war ich aber auch schon. Ja gut, ich war vorher... Hallo! Lauf! Super! Ja, Birdhouse hin, Birdhouse her, ist doch scheißegal. Ich will einfach nur in dieses komische... in diesen komischen Time Rift ran. Mehr will ich doch gar nicht. Da muss ich nochmal kurz einen Überblick irgendwo kriegen. So, da drüben wären Häuser, die würden passen. Ist die Frage, komme ich von da drüben hin? Ich würde sagen, noch nicht. Wow! Nein! Oh, super. Das war knapp. Boah. Ich habe mich schon fallen sehen. Oh je. Keine Ahnung, aber ich habe hier irgendwas gefunden. So Hutgarn, wunderbar. Was ist denn das für eine Elvis-Schmalzlocke wieder? So, hier komme ich also nicht hin. Da drüben wäre noch eine Option. Die Frage ist, komme ich da überhaupt schon hin? So, die ist auf jeden Bobbes gefallen. Das macht aber nichts. Ich probiere mal was aus. Es könnte natürlich selbstmörderisch sein. Gut, ich bin hierher gekommen. Keine Ahnung warum, keine Ahnung wieso. Okay. Ach Mist. Ich will da jetzt rüber. Ich will da jetzt rüber. Ich schaff das auch. Ich müsste das eigentlich schaffen. Ich müsste das eigentlich schaffen. Ach Mädchen, noch nicht so schnell. Guck mal, die Kleine kann es genauso wenig erwarten wie ich. So, das ist jetzt die Frage. Ich könnte es natürlich so probieren. Oh, da ist auf den Bobbes gefallen. Zu schnell. Nee, das hat nicht geklappt. Schade. Okay, dann komme ich da einfach noch nicht hin. Dann fehlt einfach noch was. Ansonsten habe ich hier alles abgekrast. Jo, setze ich mal wieder meinen komischen Vogelhut auf. Boah, das wird das ist eine echt krasse Suche. Muss man leider gestehen. Könnte denn dieses Vogelhaus sein? So, zurück. Ja, jetzt hole ich mir die Pons. Na, ja, immerhin haben wir jetzt wieder Fettkohle. Ich könnte es hier probieren. Ich glaube es allerdings nicht. Was eigentlich schon komisch ist. Dämmerungsweg. War ich hier schon? Ich finde doch dieses komische Nico aus nicht. Oh ja, brauche ich diese Grusel. Dieses Gruselhütchen.
ich hier schon? Nee, ich muss hier runter. Ich muss das mit der Glocke nochmal machen. Das hat jetzt zu viel Zeit gefressen. Boah, war das knapp. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich auch hier nicht langkomme. Obwohl da unten der Hauptschalter ist. Ich gucke einfach trotzdem mal nach. Wenn nicht, dann mache ich die Suche nach dem Zeitriff woanders. Nach dem Zeitriss. Jawohl! Ah, super! Die Dämmerungsglocke! So, gut, da habe ich dann schon mal... ne, ich interessiere mich eigentlich nicht für diese Stecke, obwohl die müsste ich eigentlich haben. Komm, was war im Hammer? Please. Nimm mein Taschengeld, ich brauche einen neuen Anstecker. Yay, ein Treffer hält Anstecker. Du stirbst nur durch einen Treffer, nur für die Mutigen. Den werde ich niemals benutzen. Sorry. Oh, genug, um einen neuen Hut zu machen. Zeitlupenhut. Oh, cool. Der Tod ist unausweichlich. Deine Zeit ist wertvoll. Aha. Oh, ist der Hut cool. Ah, hiermit können wir also den, mit dem Zeitlupenhut können wir jetzt... Wir haben jetzt alle Hüte frei. Wir können den Zeitlupenhut jetzt... Mit dem Zeitlupenhut können wir die Zeit anhalten. Ist die Frage, ob ich mir die Herzen schon holen will. Also hier habe ich mir aber schon fast gedacht, dass ich hier die Gruselmaske brauche. Boah, wird das ein Spaß hier. Also hier gibt es auch so Dingsbums, so Glocken, wie man sieht. Die haben einen festen Schutzraum. Oder sind das Glocken? Ja. Und die müssen wir läutern, dann können wir die Sachen zwar freischalten, aber wenn es nicht sein muss, muss es nicht sein. Kommen wir hier rein. Hier haben wir noch keinen Schlüssel. Hier müssen wir es gut abtimen. Alter, unsichtbare... das ist ja mies. Die sind ja gemein. Okay, die Glocke läuten wir mal. Schaffe ich... Warte mal, ich müsste das doch eigentlich schaffen.
Lass mich mal ganz kurz was überlegen. Okay, das ist automatisch so. Da hinten ist auch noch was. Aber ich glaube, ich habe alle Hüte. Von daher muss ich die Hutgarne nicht mehr sammeln. Ich probiere es mal mit dem neuen Zeithut. Ist cool. Auch nicht schlecht. Auch wenn das Band vielleicht nicht ganz so... Das sieht doch schon mal besser aus. Nee. Da hätte ich die Zeit früher anhalten müssen. Ups. Boah, wird das ein Spaß hier. Entschuldigung dafür, dass der Part jetzt so lange wird. Will ich das so machen oder will ich das mit dem Zeitanhalt-Hut machen? Nein! Ach Mist, da war ich wirklich zu schnell. Ah, Kacke. Ja, dann wird der Part einfach mal ein bisschen länger, kein Problem. Diese Musik, weißt du, die macht einen auch noch echt kirre. So wie aus einem uralten Horror-Movie. So. Jetzt so schnell wie möglich. Oh, wie habe ich denn das geschafft? Oh. Ich hab's geschafft, gerade so. Oh. Darauf erstmal einen Schluck trinken. Warte mal, ich kann noch die... Da ist das Zeitstück. Bei dem müssen wir gut aufpassen. Wumm. Okay. Alles klar. Irgendwie hat das hingehauen. Gut, hier müssen wir entweder aufpassen oder ich... Nein, nein, nein! Ach, Mist. Das war dumm von mir. Da war ich einfach zu schnell. Gut. Boah, schon wieder so knapp. Kriegt die Kleine wenigstens hier noch ein Herz hin. Gut, ich habe einen Schlüssel gefunden. Wohin er auch mich führen mag. Ich weiß wo. Die Frage ist, schaffe ich das dahin? Ja, schaffe ich. Ich schaffe das locker zurück. Das sollte kein Problem sein. So, dann habe ich die schon mal aufgemacht. Das ist doch schon mal super. Aber... Verstehe, okay. Also entweder muss ich hier da fix durch. Okay, ich dachte, ich muss da irgendwie so ein bisschen...
dachte, ich müsste da irgendwie ein bisschen was, wie heißt's? So, weg mit euch. Dann ist der Käse auch schon mal gegessen. Nächstes Schlüssel. Tricky Mickey, hm? Gibt's hier noch irgendwas? Nee, okay. Vielleicht ein paar Pons oder so. Okay, nee, das geht so nicht. Gut. Und wie komme ich jetzt hier wieder zurück? Ah, so, okay. Die Frage ist, wo brauche ich diesen Schlüssel? Aha. Ich verstehe. Okay. Hallo, ich würde gerne an diesen Dingern hochkraxeln. Geht das nicht? Gut, dann brauche ich meinen Eishut. Gut, Wunder, alter Schwede. Dieses Level, Leute. Entschuldigt, wenn ich da jetzt gerade ein bisschen extrem dran bin. Oh, die bleiben ja. Damit hätte ich nicht gerechnet, aber es hat funktioniert. Wie auch immer. Boah, ist das mies. Ich mach 3 Kreuze im Kalender, wenn das Ding... Naja, zumindest ein Kreuz, wenn das Ding vorbei ist. Aber die Pons nehme ich noch mit. Ja, das habe ich alles. Sieht eigentlich so aus, als hätte ich das jetzt fertig. Gut, dann... Dann war... Bleibt hier die Zeit stehen, ja, ne? Ah, super. Boah. Wattendorf. Also war schon cool. Dämmerungsglocke ist abgeschlossen. Boah, Leute, das reicht dann aber auch für heute. Puh. Was passiert denn jetzt? Ja, so langsam. Boah, Leute, ich verabschiede mich. War cool, auf jeden Fall. War super. Eigentlich wollte ich ins Nikodorf, aber irgendwie finde ich den Kram nicht. Muss ich mal gucken, ob ich den irgendwie mal offscreen suche, bevor das in ewiger Sucherei ausartet. Bis dahin, macht's gut, Leute. Und hast du noch was zu sagen, Kleiner? Nein? So, bis dahin, macht's gut.